Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Werner Mottiker. Ich bin Partner der Unternehmensberatung Munich Strategy. Ich freue mich, Ihnen heute im Rahmen der IBA Connecting Experts einige Gedanken und Erkenntnisse unserer Beratung vorstellen zu können, wie es für die Backbranche nach dem Abflauen der Pandemie weitergehen wird. Wir sind als Unternehmensberatung einmal quer durch die gesamte Foodindustrie tätig, haben daher also einen gewissen Hintergrund an Kontakten und Erfahrungen, die die Ausführungen heute auch im Wesentlichen speisen. Wir machen Themen der Strategie, beraten Unternehmen bei Fragen von Kauf und Beteiligungen an anderen Unternehmen und in der Transformation von Unternehmen in der Weiterentwicklung. Was möchte ich Ihnen heute vorstellen? Lassen Sie uns zunächst über das New Normal sprechen. Was bedeutet das für die Foodindustrie insgesamt? Was sind die strategischen Herausforderungen und Handlungsfelder für die Backbranche? Und ich möchte Ihnen auch einige Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben, aber gleich vorweg sagen, die eigentlichen Herausforderungen liegen bei Ihnen. Vorweg einige Erkenntnisse gewissermaßen als Abstract, dann können Sie auch entscheiden, ob Sie den Stream weiter verfolgen möchten. Das New Normal setzen wir ab dem zweiten Halbjahr 2021 an. Also ich spreche von der Zeit, die eher Richtung Jahresende 2021 kommt. Ich stelle Ihnen fünf Rahmenbedingungen vor, die dieses New Normal aus unserer Sicht definieren. Diese Rahmenbedingungen sind eine Herausforderung für Ihre Unternehmensstrategie und das bedeutet speziell für die Backbranche, dass Sie nicht alles komplett neu erfinden müssen, aber fünf wesentliche Handlungsfelder unter die Lupe nehmen. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen, für Ihr Geschäftsmodell und am Schluss ein paar Gedanken dazu, wie Sie damit konstruktiv weitergehen? Die Foodbranche hat eine Ausgangssituation, die auch in Krisen der Vergangenheit sich immer als resilient, als widerstandsfähig erwiesen hat. Sie sehen die grüne Linie, die die Entwicklung der Foodbranche zeigt. Hier auch die Financial Crisis, in der das produzierende Gewerbe insgesamt stark eingebrochen ist. Sie sehen hier nur einen kleinen Dip in der Foodbranche. Auch in der Corona-Krise zeigt die Foodbranche hohe Widerstandskräfte. Gehen wir auf die Backbranche in ihren Facetten ein. Es ist nicht einfach, alle Facetten und Geschäftsmodelle unter einen Hut zu bringen. Lassen Sie mich hier zwischen den Filialisten und den Lieferbäckern das Szenario ordnen. Wir haben uns die Entwicklung der Umsätze führender Unternehmen in den letzten Jahren angeschaut. Filialisten haben Marktanteile speziell in der Gastronomie erobert, haben in der Konsolidierung der Branche Wachstum erzeugen können. Und die Lieferbäckereien haben sich mehr im Mainstream der Entwicklung der Foodbranche bewegt, allerdings durchaus von einigen Trends wie den In-Store-Bakeries, TK-Backwaren mit profitiert. Die zeitliche Achse der Covid-19-Krise möchte ich wie folgt anordnen. Nach dem Shutdown im Frühjahr 2020 von etwa 8 bis 12 Wochen haben wir jetzt eine Phase, wo wir lernen, mit dem Virus zu leben. Irgendwo in der Größenordnung zwischen 12 und 18 Monaten setzen wir das an. Und die Zeit, über die ich sprechen möchte, ist das New Normal, was wir im zweiten Halbjahr, sprich im Laufe des dritten Quartals heraufziehen sehen. Es werden Impfstoffe, Tests und auch erste Medikamente in der Breite verfügbar. Die Verbraucherstimmung hält sich auf. Die Kassensturzaktivitäten der öffentlichen Haushalte unter Unternehmen zeigen, wie es denn tatsächlich um die Spielräume für die Zukunft bestellt ist. Und am Ende des Tunnels kommt das Licht in Sicht, das wir aber erst Richtung 2022, 2023 tatsächlich sehen. Die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Nahrungsmittelproduzenten und Nahrungsmittelhändler sind in fünf Rahmenbedingungen zusammenzufassen. Wir werden natürlich mit den Auswirkungen der Rezession zu tun haben. Das wird die Kaufzurückhaltung bei den Verbrauchern sein, aber durchaus auch Investitionszurückhaltung bei Unternehmen. Die Re-Regionalisierung, andere sprechen schon von einer Deglobalisierung, ist ein Phänomen, was viele Bereiche prägen wird. Die Beschaffungsnetzwerke von gestern funktionieren heute nicht mehr so. Ein zentrales Element ist die Distanz, Distanz zwischen den Menschen, Distanz zwischen den wirtschaftlich tätigen Einheiten, die die Digitalisierung vorantreibt.
Hygiene und Gesundheit sind massiv in den Vordergrund der Wahrnehmung gerückt, prägen das Alltagsverhalten der Verbraucher und auch die Sortimente und Vertriebskanäle. Und nicht zuletzt werden wir gerade bei der Food Chain mehr Staat sehen. Systemrelevante Unternehmen genießen bestimmte Privilegien, haben andererseits aber eben auch mit stärkeren anhaltenden Eingriffen staatlicher Seite zu rechnen. Gehen wir auf die Auswirkungen für die Backbranche ein. Diese fünf genannten Rahmenbedingungen sind in Relation zu sehen zu fünf Handlungsfeldern. Wie ich erwähnte, den gesamten Kosmos etwas zu ordnen, haben wir hier die fünf Rahmenbedingungen mit fünf Handlungsfeldern kombiniert. Einmal die Supply Chain, Produktion und Logistik. Als zweites die Produkte und Preise, die im Mittelpunkt stehen. Verpackung und die dahinterstehenden ökologischen Erwägungen sind einen Blick wert. Vertriebskanäle sind dabei, sich zu verändern, und abschließend die Frage nach der Perspektive für künftiges Wachstum. Die Rahmenbedingungen sind jeweils in unterschiedlicher Weise maßgeblich für die Entwicklungen, die in den einzelnen Handlungsfeldern sich abzeichnen. Während in der Supply Chain praktisch alle Rahmenbedingungen zu spüren sein werden, insbesondere aber auch die Regularien der staatlichen Seite, sehen wir die Produkte und die Preisspielräume vor allen Dingen durch das Thema der Rezession, aber auch der Re-Regionalisierung sowie durch diese Hygiene- und Gesundheitswahrnehmung geprägt. Bei der Verpackung schlägt insbesondere der Aspekt der Hygiene in das Portfolio. Vertriebskanäle werden sehr stark durch den Aspekt der Distanz geprägt, und beim Wachstum spielen auch nahezu alle Kriterien nochmal eine Rolle. Wichtig wird die Frage nach der regionalen Reichweite sein. Ich möchte im Weiteren durch diese fünf Handlungsfelder Sie durchführen und in jedem Handlungsfeld zwei unterschiedliche Pole aufmachen, die die künftige Entwicklung skizzieren. Das kann bei der Supply Chain in Richtung eines Swingback zur Effizienz gehen oder in die andere Richtung eine Resilienz für künftige Krisen herbeizuführen. Bei den Produkten sehen wir einen Pol in einer neuen Wertschätzung der gesamten Nahrungsmittelproduktion und Foodwelt oder ein Back to the Basics, ein kostengetriebenes Szenario. Ökologie und Verpackung pendelt zwischen den Polen einer Sicherheitsorientierung und der Nachhaltigkeit. Bei den Vertriebskanälen geht es zwischen der Abwägung in-home, eine Rückbesinnung, ein Rückzug in die eigenen vier Wände in einer unsicheren Welt, oder hinaus in die neu gewonnene Freiheit, wenn die Pandemie abklingt. Und last but not least die Frage, wie viel Wachstum brauchen oder wollen Sie in Zukunft? Ist Größe entscheidend oder ist die Agilität das entscheidendere Kriterium? Diese fünf Handlungsfelder möchte ich im Weiteren mit Ihnen kurz durchgehen, was dort unsere Erkenntnisse sind. Lassen Sie mich mit der Supply Chain beginnen. Wir haben in den letzten Jahren eine sehr deutliche Entwicklung in den Importen und Exporten der deutschen Foodindustrie beobachtet. Die Corona-Pandemie hat hier die Lieferketten massiv gestört und auch dazu geführt, dass dann von staatlicher Seite die Food Chain und die dort tätigen Unternehmen als systemrelevant eingestuft wurden, so wie es einige Jahre zuvor die Banken in der Finanzkrise waren. Wohin geht die Entwicklung? Nach unserer Einschätzung gibt es zwei Pole in der Supply Chain. Zurück zur Effizienz ist ein Szenario, wo die Entwicklung aus der Corona-Zeit mit mehr Kosten, mehr Aufwand für das Aufrechterhalten der Produktion, mit Kunden, die keine Preiserhöhungen akzeptieren wollen, einen hohen Preisdruck auch für die Zukunft vorhersagt, der dann ganz klar dazu führt, dass man möglichst rasch die Präventionsmaßnahmen wieder abbaut, in Automatisierung investiert, wo heute Mitarbeiter am Band stehen, und das Beschaffungsnetzwerk neu durchbürstet, was da an Kosten und Effizienz herauszuholen ist. Wir sehen als anderen Pol die Bewegung in Richtung einer künftigen Resilienz, einer Vorbereitung für künftige Herausforderungen. Die Unternehmen haben in der Krise gelernt, neue Fähigkeiten, neue Kräfte aufzubauen. Sie haben ihre Systemrelevanz genutzt, um sich zu wappnen. Und diese
Erfahrungen, diese Fähigkeiten für die Zukunft systematisch zu nutzen, um sich für künftige Krisen zu wappnen. Das ist ein Szenario, das wir als Auf zur Resilienz, eine aktive Stützung der Resilienz, der Widerstandskräfte der Unternehmen sehen. Dazu gehört auch, dass sie Geld verdienen, also ihre Ertragskraft stärken und natürlich aus den vielleicht einfach aufgestellten Lieferketten komplexere, belastbarere Liefernetzwerke aufbauen. Unsere Einschätzung ist, dass der Trend eher in Richtung der Resilienz geht, aber wie ich eingangs erwähnte, die Herausforderung für Sie besteht darin, Ihre Abwägung zu treffen, wie weit trifft dieses Handlungsfeld für Sie zu, ist für Sie relevant und wie ist die Einschätzung für Sie und Ihre Gegebenheiten, wo die Entwicklung hingehen wird. Und auf der Basis dann können Sie weitere Handlungen und Anpassungen Ihrer Strategie ableiten. Wir haben aus dieser Erkenntnis, wo die beiden Pole sind und auch der Einschätzung, wo die Reise hingehen könnte, einzelne Empfehlungen abgeleitet. Das nüchterne Lernen aus Erfahrungen und auch Fehler, die natürlich in der frühen Phase der Krise fast allen unterlaufen sind, den Unternehmen ebenso wie den Politikern, gilt es zu lernen und das in einem künftigen Resilienzmanagement zu nutzen. Innovative Technologien in der Nahrungsmittelproduktion, es muss nicht immer gleich der 3D-Drucker sein, sind nach Corona mehr denn je Pflicht. Die Thematik kann auch in die Automatisierung münden. In jedem Fall wird das Invest in eine Transparenz der Supply Chain ein Thema Ihrer Agenda sein. Nicht zuletzt, wenn dann staatliche Stellen anklopfen und die systemrelevanten Unternehmen um entsprechende Dokumentation bitten. Lassen Sie uns auf die Produkte und die für die Produkte aufgerufenen Preise schauen. Wir haben am Beispiel der Biomärkte in der Vergangenheit ein deutliches Wachstum gesehen, das grundlegend durchaus als eine zunehmende Wertschätzung, zunehmende Auseinandersetzung der Verbraucher mit dem, was auf dem Teller und im Magen landet, interpretiert werden kann. Die Veränderung durch Corona waren insbesondere der Shift von den Gastronomie-Konsum zur eigenen Küche, zurück an den eigenen Herd. Man hat sich zurückbesonnen auf Traditionen in den Produktwelten, zurückbesonnen auf traditionelle, altbekannte Marken. Und last but not least, die Rezession, die sich abzeichnet, kommt auch allmählich im Geldbeutel der Konsumenten an. Was sind die Pole bei Produkten und Preisen, die wir sehen? Wir sehen als ein realistisches Element, dass es zu einer neuen Wertschätzung der Produkte kommen kann. Eine Fortsetzung des Biobooms haben wir in 2020 ja schon sehr deutlich gesehen, dass man auf der Verbraucherseite plötzlich Wert darauf legt, wo kommt das her, was ich hier mir auf den Teller legen will. Kann ich die Wege nachvollziehen? Habe ich Vertrauen zu den Herstellern? Habe ich Vertrauen zu den dahinterliegenden Produzenten? Die Konsumenten sind offener, sind kritischer als ihre Konsumenten und ihre Zielpersonen, die sie ansprechen wollen. Regionale Lebensmittel werden gewinnen, regionale Wertschöpfungsketten werden gewinnen und Trends, die dieses Verbraucherverhalten heute schon prägen, wie Veggie, wie frei von, wie Rückbesinnung auf Emmer und Einkorn und andere alte Sorten werden hier eine zunehmende Rolle spielen. Der Gegenpol läuft unter der Bezeichnung Back to the Basics. Die Konsumzurückhaltung aufgrund begrenzter Kaufkraft, Fokus auf den Preis. Die Konsumenten werden preissensibel, scheuen Experimente, scheuen den Griff zu irgendwelchen Produkten von Startups. Die Option, die für Sie, wenn Sie diese Szenarioausprägung als realistisch ansehen, zur Verfügung stehen, sind natürlich, sich wieder stark mit dem Preis-Leistungs-Thema auseinanderzusetzen, die Aktionspolitik hochzufahren, in der Kommunikation ihre Leistungsfähigkeit intensiv herauszustellen, aber eben auch in den Absatzkanälen die Zusammenarbeit zu suchen, um dort möglichst effizient den Konsumenten zu erreichen. Während die Wertschätzung unter dem Motto läuft, Gutes hat seinen Preis, ist das Back-to-Basics-Szenario unter dem Motto, Gutes kann auch günstig sein.
Wir gehen davon aus, dass das optimistische Szenario das realistischere ist und dass diese Wertschätzung sich weiter Bahn bricht. Lassen Sie mich ein Beispiel für die Regionalität aufrufen. Wir haben in Süddeutschland in den letzten Wochen gesehen, dass die regionalen Lieferbäckereien für Aldi heute auch für Aldi Süd einen Geschäftswert darstellen, den er seinen Konsumenten gegenüber auslobt. Wenn Sie das im längerfristigen Vergleich sehen, vor, sagen Sie mal, 5 Jahren noch eine völlig undenkbare Entwicklung. Heute schmückt sich Aldi mit einem engen Patchwork an regional aufgestellten, regional renommierten Bäckereien. Deswegen unsere Aussage, Regionalität, Bezug zu dem, was man kauft, Bezug zu dem, wo es herkommt, hat Perspektive, ist ein nachhaltiger Trend. Unsere Ableitung in Handlungsempfehlungen. Stellen Sie Ihr Wissen, Ihre Insights, Ihre Überzeugungen über das, was Ihre Konsumenten und Shopper erwarten, auf den Prüfstand, um darauf aufbauen zu können, was ist der wirklich gefragte Mehrwert Ihrer Produkte. In Sachen Mehrwert wird der Genuss, wird der gesundheitliche Mehrwert, wird die Herkunft, die Wurzeln der Produkte und auch die Nachhaltigkeit auf Ihrer Agenda stehen. Was der genaue Mix ist, wie die genaue Gewichtung ist, das ist für Sie, für Ihr Geschäftsmodell zu prüfen. In jedem Fall gehen wir davon aus, dass der Aspekt Value for Money bei Ihrer künftigen Aufstellung in Produkten und Preisen Pflicht bleibt. Luxus ist möglich, wird einen Raum haben, aber bleibt Nische. Ich möchte Sie als drittes Handlungsfeld mit unseren Überlegungen zur Ökologie und Verpackung vertraut machen. Wir haben als Ausgangssituation in den letzten Jahren eine massive Zunahme des Kunststoffverpackungsaufkommens gesehen, allerdings auch begleitet mit einer hohen Verwertungsquote, Klammer auf, inklusive thermische Verwertung, Klammer zu, und einem dabei wirklich dramatischen, einer dramatischen Aufmerksamkeit der Konsumenten auch und der Unternehmen für die ökologische Dimension von Verpackungen. Corona hat uns gelehrt, dass Verpackungen jetzt nicht nur ökologische Komponente haben, sondern einfach erstmal die Produkte schützen, einen hygienischen Schutz liefern. Allerdings hat Corona auch das Thema Ökologie und vernetzte Welt in den Fokus der Verbraucher gebracht. Deswegen spannen wir das Szenario für die Ökologie und Verpackung unter 2 Polen auf, von denen der eine ein Safety-First-Szenario ist. Die Hygiene, die Sicherheit des persönlichen Konsums geht vor. Die verpackte Ware wird wertgeschätzt. To-go ist eine Option, um andere unsichere hygienische Konsumsituationen zu vermeiden. Das Thema Hygiene und Sicherheit wird zum essentiellen Kriterium, das über den Kaufakt entscheidet. Kunststoff erlebt ein Revival. Plastik ist gleich Hygiene, ist gleich Sicherheit. Und die selbstgesteckten Ziele von Händlern und Industrieunternehmen werden revidiert und ein wenig abgespeckt. Wir sehen als anderen Pol Nachhaltigkeit als eine durch die Corona-Krise und die Corona-Erfahrung erst richtig getriebene Entwicklung. Die Auseinandersetzung mit der Pandemie zeigt ökologische Zusammenhänge. Die Authorities, die die Regulierung und Vorgaben für die Unternehmen und Verbraucher durchsetzen, geben weiterhin Gas. Die ökologischen Verpackungslösungen, an denen man schon gearbeitet hat, werden jetzt wieder auf die Werkbank genommen und weiter verfolgt. Wir sehen die Beteiligung an Branchenstandards, aber eben auch das Mitspielen bei intelligenten Mehrwegsystemen, gerade für den Filialbereich, als eine Chance, die für Sie eine Option in diesem Szenario darstellt. Und wir sehen mit dem Thekenverkauf frisch zubereitete Snacks mit einem Minimum an Verpackung oder Unverpackung eine Chance für gut aufgestellte Filialsysteme, echte verbraucherrelevante Angebote zu haben. Wir sehen heute schon jetzt nicht nur unsere Einschätzung, sondern die Dynamik des gesamten Szenarios geht sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit. Der Zug steht unter Dampf und verlässt den Bahnhof. Wir sehen im Filialbereich intelligente Mehrwegsysteme, den Recap als Kaffee-Mehrwegbecher kennen wir schon. Das Ganze geht auch in Richtung Salatbar-Mehrwegsysteme.
Definitiv ist das für den Konsumenten ein Thema, definitiv aber eben auch für die behördlichen Regelungen. Dort rollt die Mehrwegregulierungswut auf die Beteiligten in der Kette zu. Unsere Ableitung, die ökologisch nachhaltigen Verpackungslösungen werden Ihnen nicht erspart bleiben. Überlegen Sie, wie es mit Ihrem Geschäftsmodell machbar ist. Wenn Sie an verpackungsfreie oder verpackungsarme Lösungen gehen, inkludieren Sie andere Partner in Ihre Wertschöpfungskette. Alleingänge haben keine Chance. Ein Wort zu den Vertriebskanälen. Wir haben den Out-of-Home-Trend über lange Jahre als gottgegeben und basic angesehen. Wir haben gesehen, wie rasch er durch die Regulierungseingriffe in Corona gekippt ist und der Verbraucher ganz überrascht sich in seinen eigenen vier Wänden in der eigenen Küche wiedergefunden hat. Was wird er dort machen? Kommt es zu einem Cocooning, wo man sich auch langfristig mit der Sicherheitszone, mit der Abschottung, der Distanz in den eigenen vier Wänden einrichtet? Homeoffice, Homeschooling und Ähnliches unterstützen diesen Trend. Der LEH ist der Gewinner. Den können Sie mit Ihren im LEH verankerten Filialen erreichen, die für den LEH geeigneten Produktangebote sind die Gewinner. Und der Kanal von Home Delivery oder auch automatisierte Kleinformate kann das Szenario noch nennenswert bereichern. Oder gibt es den Rebound, den Nachholbedarf in Richtung der sich öffnenden Gastronomie, dass die Konsumenten dort die wiedergewonnene Freiheit und Bewegungsspielräume dann auch intensiv und in vollen Zügen nutzen, die Gastronomie sich rasch wieder erholt und auch die durch Konkurs ausgefallenen Player rasch durch neue Player ersetzt werden, die Sortimente, die für die Gastronomie geeignet sind, sich wieder auf ihren alten Level einpendeln und last but not least die Möglichkeit auch besteht, Filialstandorte in diesem Erholungsprozess zu besetzen und Marktanteile von anderen Gastronomieformaten damit abzujagen. Wir sehen hier ein Szenario, das sich eher in einer langfristigen tektonischen Verschiebung abbildet, dass also die Gewichtung zwischen dem In-Home und dem Out-of-Home sich auch erst in einigen Jahren wieder auf dem Level finden wird, wie wir es vor der Corona-Krise gesehen haben. Ich möchte Ihnen in dem Thema ein Beispiel kurz aufzeigen, wo wir künftige Entwicklungsmöglichkeiten beobachten. Das Thema Convenience Stores und Vending. Das reicht von solchen für uns etwas greifbareren Formaten wie dem Theo, der Teegut-Handelskette oder einem entsprechenden Format, was die Migros an den Start gebracht hat, auch in ihren anderen Kanälen, bis hin zu Formate, die wir in den USA sehen, wo aus Automaten dann ganze Store-Lösungen werden. Wir gehen davon aus, dass das den Verbraucher wegen der Verfügbarkeit, aber auch wegen der Sicherheit im Shopping-Prozess weiter ansprechen wird. Die Frage ist, welche Chance haben hier frische Backwaren? Da gibt es erste Ansätze dafür, die, glaube ich, gilt es zu prüfen und auszubauen. Unsere Empfehlung, Food Service und Out of Home bleiben im Portfolio, weil die Antwort auf die Unsicherheit einer Pandemie-Gefahr heißt Mix von Risiken, die Risiken nicht alle in einen Korb legen. Die Online-Readiness für künftige Vertriebskanaloptionen ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, die auch zur Aufstellung für die Zukunft gehört. Abschließend noch ein paar Gedanken zum künftigen Wachstumsszenario. Wir haben aus Befragung die Antwort von Konsumenten mitgenommen, eine BVE-Befragung, die Antwort von Unternehmen mitgenommen. Nahezu 80% der Unternehmen sehen bis Ende 2022 die Rückkehr zu einem Umsatzniveau von vor der Krise. Das heißt, dort schwingt sich das plus minus wieder auf ein Niveau ein, wo man dann nach vorne wieder sich neuen Horizonten zuwenden kann, zuwenden will. Rückgänge in der Krise haben viele verzeichnet und die Geschäftsmodelle, die wir gerade in der Backbranche sehr unterschiedlich sehen, haben auch sehr unterschiedliche Betroffenheit, sehr unterschiedliche Rückgänge bei den Unternehmen zur Folge gehabt. Ist die Antwort für die Zukunft Grow to be great? Die Konsolidierung, haben wir in den letzten Jahren gesehen, schreitet fort im Filialbereich und auch bei den Industriebäckern.
Große Unternehmen haben in vielen Branchen bessere Chancen, als systemrelevant auch im Zweifelsfalle gerettet zu werden. Also wenn das die Einschätzung ist, das große eher überleben, heißt die Botschaft, bauen Sie Größe auf, sehen Sie zu, dass Sie Beschaffungsmacht gegenüber dem Einkauf aufbauen, Konsolidierung in Ihren Segmenten regional oder nach Produktbereichen vorantreiben oder auch sich nicht nur im Kauf, sondern in Partnerschaften mit anderen Marktpartnern zusammenschließen. Oder heißt die Antwort, gerade aus der Krise mit ihren unvorhersehbaren Herausforderungen, dass die Agilität die entscheidende Fähigkeit für das Überleben in der Zukunft ist? Dass große Unternehmen von der Krise auch zum Teil existenziell betroffen waren. Ich erwähnte vorhin schon die Tatsache, dass ein Portfolio-Mix eine Antwort sein kann und dass die Vielfalt und die Beweglichkeit in den Einheiten der Schlüssel für eine langfristige Überlebensstrategie sein können. Weiterentwicklung Ihres Portfolios an Geschäftsoptionen, Geschäftsmöglichkeiten wäre eine Antwort, unterschiedliche Geschäftsmodelle unter einem Dach und dabei auch Impulse eigener oder fremder Startups zu integrieren. Wir sehen in dieser Agilität bei den Unternehmen, die wir kennen und mit denen wir in der Food Chain sprechen, die größere Wahrscheinlichkeit, die größere Aufmerksamkeit, wo die Entwicklung hingeht. Wir haben natürlich im Bereich der Backwaren, hochwertige Backwaren, eine Gründerwelle, eine Qualitätswelle, die wir in den letzten Jahren speziell mit Fokus auf Deutschland und Österreich beobachten, wo wir davon ausgehen, dass da Stoff drin sein sollte, mit agilen kleinen Bestandteilen das Geschäftsmodell zu bereichern und daraus mehr zu machen, was einem in der Zukunft Spaß macht, was Ertrag in die Kasse bringt. Und durch die Vielfalt auch die Resilienz, die Widerstandskraft für die Krise aufbaut. Unsere Empfehlung daher, stellen Sie Ihr Zukunftsbild auf den Prüfstand. Wie sehen Sie sich? Wie wichtig ist dabei die Größe? Wie wichtig ist dabei die Profitabilität? Und wie wichtig ist dabei Ihre Beweglichkeit, Ihre Widerstandskraft? In jedem Falle ist es ratsam, die Beweglichkeit und die Eigenverantwortung in Ihrer Organisation zu fördern. Und der Blick nach außen zur Seite lehrt, dass da durchaus andere Unternehmen vielleicht mit ähnlicher Aufstellung in ihrer Branche unterwegs sind, mit denen sie auch Dinge gemeinsam aufziehen können. Wir erleben das als Trend in verschiedenen Branchen der Nahrungsmittelindustrie, dass man sich mit Partnerschaften, mit Mergers of Equals in eine neue Ausgangsposition bringt. Auch für die Backbranche nach unserer Einschätzung eine ernstzunehmende Option. Ich möchte es am Schluss auf den Punkt bringen, was heißt diese Ausführung, die ich Ihnen jetzt über verschiedene Handlungsfelder gemacht habe, für Sie? Wie gehen Sie ran? Was ist jetzt zu tun? Gewichten Sie die Handlungsfelder, prüfen Sie, was von diesen genannten Handlungsfeldern für Sie wichtig ist. Nicht alles wird gleich wichtig sein. Setzen Sie Ihre Schwerpunkte, checken Sie, was für Ihre Geschäftsmodelle die großen Hebel hat. Bewerten Sie in den ausgewählten Handlungsfeldern, welche der Szenario-Varianten Sie für wahrscheinlich, für zutreffend einschätzen und treffen Sie dann die Entscheidung, Ihre Strategie in den einschlägigen Punkten zu überprüfen, zu justieren, auch zu revidieren und anzupassen. Das ist keine abendfüllende, keine lange Beschäftigung. Das ist ein Zeitraum von 6 bis 8 Wochen, wo man sowas durchziehen kann. Das sind Etappen von 2 bis 3 Arbeitsmeetings. Das ist eine überschaubare Arbeit, die aber jetzt in dem Start und vor dem Start in eine neue Normalität auf Ihrer Managementagenda stehen soll. Wenn Sie das Thema angehen, wir unterstützen Sie dabei gerne. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.